Sodala, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles. Mein Name ist Lockerzeit und letzte Folge habe ich wieder mal Ranked Battles gemacht. Ich weiß zwar nicht ganz genau welchen Modus, aber ich vermute mal, es war Operation Goldfisch. Aber heute machen wir Runde Turmkommando im Kofferfischlager und dem Camp Schützenfisch. Und ich habe mir mal wieder einmal für den Ziel E3 Kaliter oder wie auch immer die Waffe heißt. Ihr wisst schon, die Sniper-Waffe mit der unglaublichen Reichweite und den Bomben. Ihr wisst schon, die kleinen Bomben, die was nicht one-shotten können. Und ja, falls ich mich heute ein wenig anders anhöre wie sonst, dann liegt es daran, dass ich leicht verschnupft bin, aber das hindert mir nicht daran, dass ich trotzdem für euch ein paar Videos mache, weil ich habe mir ja das Ziel gesetzt, täglich ein Video herauszubringen. Und ja, bis jetzt habe ich das geschafft. Aber willkommen im Kofferfischlager. Ah, die Map, vor der habe ich Angst gehabt, weil ich glaube, dass ich im Kampfschützenfisch besser geeignet bin, als wie im, wenn nicht mal das, im Kofferfischlager, aber schauen wir mal. Okay, einer ist da. Ah, das will man schon doch, dass da einer wieder hinter mir ist. Und genau aus solchen Gründen habe ich auch Rache dabei, aber der Typ war so gescheit und hat Phantom dabei, also, ja, na. Okay. Ah, ich hab verfeilt. Super. Okay. Na, safe, safe, safe. Das ist ein Grund, warum ich flüchten sollte. Okay, gut. Okay, reicht. Ich fahr einfach. Okay. Ah, ich hoffe, dass ich einfach abspringen kann und dann den töten und es hat nicht funktioniert. Oh Gott. Na gut, aber ich spüre erstaunlich gut für das, dass ich eigentlich jetzt nicht ganz drauf vorbereitet bin. Verdammt, natürlich verfehlen. Okay, mal laden. Ist schon nicht. Na, ich warte. Okay. Ein Stopp ist das Wichtigste. Na, ich hab gehofft, dass er nicht gleich bemerkt, wo ich bin. Schade. Mein Team schafft es aber auch nicht gescheit stoppen und wir brechen auch nicht gescheit durch. Das ist ein großes Problem und ich, der stoppt es auch nicht. Ah, okay, jetzt habe ich wenigstens einen killt, aber einer reicht nicht. Der Hundling hat viel Angriff. So viel Angriff habe ich auch wieder nicht. vielleicht sage ich, ja, nach dem Kampf werde ich die Ausrüstung hergezeigt. Ich glaube, das ist nicht einmal so dumm. Was? Zu wenig Reichweite. Und ich habe Angst, dass da einer wohnt. Das ist beides ein Problem. What? Der Sniper, oder? Ah. Na gut, wenigstens ist er markiert. Tötet ihn. Das würde ich. Ja, sehr gut. Hui. Das war knapp. Okay, mal Turf regainen. Ich glaube, das wäre ein guter Anfang. In Gegnerhand, war klar. Laden und.
Natürlich für Faye, ist hier klar, oder? Ah. Da, da, da. Spinnt ihr. Okay. Schaut nicht gut aus. Schaut echt nicht gut aus. Ich kille Leute und ich beteilige mich auch an Verteidigungsaktionen und Offensivaktionen. Aber es reicht halt nicht, wie ihr es sehen könnt. Das ist eine echte Tragik. I am gesplattet. Okay, ich fahr mal. Ah, fuck. Bin gestorben. Ich würde noch geschwind mein Ultimate aktivieren und dann noch ein paar Bomben werfen, aber... Ja, es hat ja nicht funktioniert. Ist scheiße. Wirklich. Na gut, aber so wie es aussieht, werden wir heute wieder die üblichen 4 Kämpfe machen. Es gibt ja nicht F7 und ich verliere. Na gut, es hilft eh nichts. Es hilft nichts. Aber Zwischenkämpfen werde ich jetzt jedes Mal wahrscheinlich einmal kurz schnäuzen, weil es wird ein großes Problem mit meiner Stimme. Ich weiß nicht, wie es sich das gerade anhört, aber ich hoffe mal halbwegs akzeptabel. Aber ja, ich mach weiter und hoffe mal aufs Beste. Also, bis gleich. Okay, und da sind wir wieder zurück im Kofferfischlager. Yay! Schauen wir mal, wie die Teams ausschauen. Diesmal ein bisschen besser als das vorherige. Ich bin der einzige Sniper. Das gefällt mir. Ich habe aber mit 2 Blastern zu kämpfen. Und Blaster, das sind immer so eine Sache. Sniper mögen keine Blaster, Kollegen. Ist sehr tragisch meistens. Okay, weißt du was? Ich ziehe jetzt zwar auf links, hoffe aber auf rechts. Natürlich verfehle ich den. Okay, mal laden. Das brauche ich nämlich. Okay. Der Kollege ist weit fuhren. Wisst ihr was? Das nutzen wir. Sehr gut, sehr gut. Das Team rockt. Von dem Galon muss ich zwar ein bisschen aufpassen, aber... Das passt schon. Ah, fuck. Ich wusste, ich habe flüchten müssen, aber es hat nicht mal funktioniert. Weil der Kollege weggestanden ist. Und ich wahrscheinlich eher mal im weggestanden. Also, der darf ich mir jetzt nicht ganz ausschließen. So, Sprung. Genau auf den Turm auf. Okay, das war vielleicht nicht so gescheit. Ja, na, da ziehe ich mich lieber zurück. Ist gescheiter. Ein bisschen gescheiter. Ah, dang it. Tötet ihn. Er ist markiert. Sehr gut. Hey, er hat sogar Phantom drauf. Schaut euch das an. Und trotzdem geht er drauf. Nice. Na gut, wie schaut der derzeitige Stand aus? Aha. Wir besitzen den Turm nicht, aber das macht ja nichts. Weil der heute schießt wieder gut. Ist ja Wahnsinn. Na, ihr Pfeil. Na, bin weg. Na, ich hab alles verfehlt. Toll. Ich hab einen killed. Ich bin weg. Ich muss weg sein. Sonst stirb ich noch. Okay. Na, sterben habe ich mir jetzt verboten. Ich werde nie wieder sterben. Ah, dang it. Okay, das war nur angefaked. Der Vorstoß. Okay, das war nicht so angefaked, aber naja, hilft nichts. Wir haben 18 Punkte und das ist ein toller Anfang. Ich
Ich hoffe nur, dass wir das ja durchhalten. Ah, ich doch, dass er. Ich sie wäre nur noch links geht. Okay, kurz warten. Ah, ich hab einen Kill, cool. Oh, fuck. Eine Tintenmine. Er tötet ihn. Den auch gleich. Sehr gut. Ah. Gut, ein Team, das was am Turm aufhalten kann, ist gut. Damit können wir gewinnen. Das ist nämlich eine sehr wichtige Sache, Turm aufhalten. Ja, das, ein Skill, den braucht man leider. Oder zum Glück. Je nachdem, wie man es sieht. Hoho, gesplattet! Na, ich muss kurz weg. So, weiter, weiter, weiter. Was, er ist noch nicht tot? Kommst du, stirbst du? Gib's das! Ich hab keine Tinte mehr gehabt. Ah. Aber wir haben es jetzt auf 8 Punkte gebracht. Okay. Nur so ein Vorstoß und wir sind bei 0. Aber ich glaube, dazu wird es nicht mehr kommen. Also, allein wegen einem Score. Ah, natürlich für Faye. Okay, fahren wir mal weg. Okay, na, war gut. Guter Kampf. Bin sehr zufrieden mit meinem Team. Und mit meinen Kills. Ich hab da ein paar coole Tränke. Und ich kann wieder snipern. Dabei hab ich mich gar nicht eingespielt heute. Manchmal haben wir gute Tage, manchmal schlechte. Ich bin zwar verschnupft, aber das ist egal, weil 10-5. Und ist von einigen von meinen Kollegen. Wow. Das nenne ich mal Zusammenhalt. Team, go! Haha. Okay. Na, zählt sich aus. Okay, aber in diesem Fall würde ich damit sagen, es geht gleich weiter. Weil eine gewinnende Lobby soll man nicht verlassen. Ich habe zwar die letzte, habe ich zwar verloren und bin trotzdem dabei geblieben, aber ja, es hat sich ausgezahlt, wie ihr sehen könnt. Also, machen wir gleich weiter. Okay, und damit würde ich euch zurück willkommen heißen im Camp Schützenfisch. Ich glaube, die Map haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Und als Sniper bin ich da ziemlich gut drauf. Also ja, ich werde mich mal zuallererst auf diese Wand da hinten da verpflanzen. Und ja, dann schauen wir weiter. Also da werde ich am besten aufsteigen. Das ist, glaube ich, das Gescheiteste. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von... Okay, da ist ein Gegner gestorben. Ist gerade nicht sehr safe. Der Vorteil am Sniper sein ist, dass man erstens mal nicht allzu oft stirbt und zweitens, naja, man gilt dazu auch noch als Sprungbeacon und kann seinen Teammitgliedern auch Deckung verhelfen. What the fuck? Der gewusst, wo ich bin. Gut Süd, echt gut Süd, muss ich am lassen. 68 Punkte reichen aber nicht zum Sieg, definitiv nicht. Ah, fuck, ich sollte da öffnen. Ah, ich weiß nicht, wo er ist, da ist er. Okay, alles down. Irgendwo da drüben ist der Sniper. Da ist er. Na, verfehlt. Ah. Ein Sniper mit Phantom? Im Ernst? Okay.
Achso, dann ist dieser aggressiver Sniper. Als Spielstil sozusagen. Ich bin mehr der defensive Typ. Ich hau mal da ein bisschen was her. Na! Hat der jetzt ganz genau im richtigen Moment gesprungen, oder was? Ah, ich konnte ihn nicht einmal gescheit aufhalten. Tja, ich glaube, den Kampf haben wir verloren. Ziemlich eindeutig. Also 18 Punkte, das wäre nicht eine solche sein, die was wir noch aufholen können. Vermute ich jetzt einmal. Oder 11 Punkte. Ah, scheiße. Na gut, einen Kampf verlieren, einen Kampf gewinnen, das glaube ich ist im Bereich von Gut und Böse. Das darf man sich erlauben. Okay, wisst was? Wir fahren jetzt. Das habe ich jetzt so beschlossen. Oh. Er hat sich selbst gemordet. Naja, was soll's, was soll's. Das Blöde ist nur, sie sind schon wieder sozusagen am Vorrücken. Und das soll ich aufhalten. Im optimalsten Fall. Gott dang it. Das ist kein Luna Blaster, oder? Doch. Öher. Der kann mich da oben erreichen. Na, wins? Na, ich war zu trigger happy. Ja, den Kampf habe ich schon als verloren angesehen, also ganz ehrlich, das ist eben nicht gut gespielt. Na, wirklich nicht. Ich habe viel verfeiert. Offensiv habe ich nichts geleistet. Ja, ist so. Pech gehabt. Auf jeden Fall, da ich den Kampf verloren habe, werde ich jetzt geschwind die Lobby wechseln, aber, der nächste Kampf, ich glaube, den werde ich als letzten sozusagen auch haben, weil die heutigen Kämpfe dauern doch alle 5 Minuten, bis auf dieser eben jetzt. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze ist. Ich soll aber ganz kurz schnäuzen, weil sonst verstopft meine Stimme noch und das wäre nicht sehr gut. Also bin ich mal ganz kurz ruhig, ich schneide das einfach aus im Nachhinein und ich hoffe, ich vergiss nicht. Also, gleich wieder da. Boah, das sind aber viele Spieler. Okay, jetzt mit einer A-Plus-Lobby gerechnet. Aber was ist? Willkommen im letzten Kampf des heutigen Tages. Camp Schützenfisch. Hey, schönes 2-2. Zweimal Kofferfisch, zweimal Camp Schützenfisch. What the fuck, Snipers? Ahoi. Oh Gott. Ja. Es nimmt man mal einige Sniper. Das ist nicht so ohne. Ah, ich hätte outplayed, aber zu wenig Reichweite. Der Sniper da drüben nervt mich aber noch. Ich weiß ja ganz genau, dass er drüben steht. Ah, unsichtbar. What the? Ah. Kleiner Handling! Und schon wieder mit Phantom. Ist das gerade beliebt? Ah, sie fahren noch immer. Wo ist der? Ja, ja. Ist gerade alles nicht hübsch. Oh Gott. Ich kann nicht einmal da weg. In dem Wichser. Ja, wirklich.
Ja, und das soll überleben, oder was? Wie ist das? Ah, und den verfeier ich auch noch. Gibt's das? Glück habe ich auch nichts. Na! Schon wieder Tita, oder? Naja. Anscheinend werden ihn immer noch vor die gleichen Leute umgebracht. Vielleicht soll ich einen anderen Spielstil einmal anwenden, weil ich stirb ja immer an der gleichen Stelle. Wisst ihr was? Ich steige jetzt da auf. Na, komm! Oh Mann! Ah, scheiße. Aber das hilft. Einer von unserem Team sollte das ganze andere von hinten aufräumen. Gott, schon wieder zu wenig Reichweite, oder? Ja, klar. Wo ist der Turm? Er fort. Turm gesichert. Aha. 27. Here I come. Na, das gibt's nicht. What the fuck? Das heißt, ich springe jetzt auf den Turm und gehe dann einfach rechts um. Ich glaube, das ist nicht einmal so dumm. Oh, ich hab ihn killed. What the fuck? Na, 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 das war nicht so. Na, überhaupt nicht. Was ist das? Lag City oder was? Kurz warten. Dann so. Na, er war drauf. Das Ärgerlichste. Wenn der Gegner drauf ist und ich kann ihn trotzdem nicht töten. Ich muss flüchten. Ich muss. Einfach von der anderen Seite gerechnet. Der ist auch wahnwitzig. Ist der jetzt? Na, der ist nicht gestorben. Schade. Man kann ja hoffen. Okay. Bin ich bald näher sichtbar? Das war sehr nett. Gott, really? Ah. Schade. Ja, es läuft nicht gut. Ganz ehrlich, das. Vielleicht hätte ich doch nicht snipern sollen. Die ersten zwei Kämpfe waren eh super, aber dann bin ich progressiv schlechter geworden, bis jetzt eben 3-8. Also, so schlecht darf ich nicht spielen. Ende der Geschichte. Ja. Gut, gegen drei andere Sniper ist das schon auch eine eigene Herausforderung. Aber, ja, ich sollte zumindest ein bisschen was da töten. Also, 8-8 oder sowas ähnliches. Aber ja, egal. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt Splatoon Online Ranked Battles. Und fertig.